Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gerdi, und ich freue mich, euch begrüßen zu können. Mein heutiges Thema ist Neujahrsvorsätze. Das alte Jahr, wir beenden es und das neue Jahr 2021 beginnt. Ja, wie soll es beginnen? Haben wir neue Vorsätze? Was haben wir uns vorgenommen? Was wollen wir gerne ändern? Es müssen ja nicht große Dinge sein, es können ja auch die kleinen Dinge sein. Ich habe mir so ein paar Überlegungen gemacht, wie ich das bei mir so umsetzen könnte. Ich teile euch das jetzt einfach mal mit. Das erste wäre, ja, so mehr ein bisschen aktiv sein, ein bisschen mehr ja, spazieren gehen. Ja, Walking mache ich ja sowieso. Aber ja, doch dann auch ein bisschen noch mehr, ne? An die frische Luft gehen, Sonne tanken, die Natur genießen. Ja, das wäre so ein Vorsatz von mir. Der zweite Vorsatz, die Bewegung. Und vielleicht auch gesundes Essen. Ja, das sollte man vielleicht mal überdenken, denn das gesunde Essen, die Bewegung, das hält uns doch fit im Alltag. Dazu könnte man vielleicht so einen Kurs machen, könnte ich meine Ernährung vielleicht mal umstellen. Ja, das sind so Themen, die mich doch dann irgendwo beschäftigen. Wie sieht's denn aus mit dem Aufstehen am Morgen? Ja, der eine oder andere ist halt so ein bisschen eine Schlafmütze und drückt den Wecker dann mal ein bisschen runter und sagt sich auch, naja, ich kann ja noch mal ein bisschen 10 Minuten länger schlafen oder ein bisschen dämmern. Und ja, das ist ja auch so ein Feeling, ne? Das freut einen ja immer so ein bisschen, noch ein bisschen kuscheln. Ja, wie wäre es denn mal bei dem ersten Klingeln aufzustehen und zu sagen, hallo, die Sonne lacht, aufgestanden. Manchmal gelingt das, mal mehr und mal weniger, aber man kann es sich so immerhin vornehmen. Unser Umgang mit dem Smartphone könnten wir auf eine bestimmte Tageszeit verlegen. Vielleicht sage ich mir, ja, ich muss ja jetzt nicht den ganzen Tag erreichbar sein. Klar, ich mache Sport, ich mache dies, ich mache das. Dann habe ich vielleicht mir überlegt, zu einer gewissen Zeit, dass ich dann meine Mails checke oder jemanden kontakte oder je nachdem. Also, dass ich das auch zeitlich so ein bisschen eingrenze. Ein weiterer guter Vorsatz wäre vielleicht, mal was ganz Neues zu machen. Was würde mich jetzt so inspirieren, war aus meinem Alltag irgendwas zu machen, ja, was ich noch nie gemacht habe. Wäre ja auch ganz spannend, sich das mal zu überlegen oder zu fragen, was wollte ich denn schon immer mal machen? Vielleicht ein Tanzkurs, vielleicht Bergsteigen, ich weiß nicht was, aber sicher habt ihr Ideen dafür. Ein weiterer Gesichtspunkt wäre vielleicht, sich in der Gemeinschaft einzubringen. Ich denke da an gemeinnützig, sich irgendwo zu engagieren, Leute zu unterstützen. Sicherlich gibt es bei euch in der Gemeinde, in der Stadt, irgendwelche Organisationen, die sich freuen würden, wenn jemand auf ihn zukommt und sagt, ja okay, ja, das ist mein Ding, ich kann jetzt mal in der Woche 2 Stunden erübrigen und es würde mir dann auch Spaß machen, euch zu helfen. Entweder du kannst es jetzt mit Geldspenden machen oder tatkräftig sein. Ja, das wären so meine Überlegungen gewesen für das neue Jahr. Ich hoffe, ich habe euch mal so einen Denkanstoß gegeben und ihr könnt mir gerne einen Gedenkanstoß geben. Schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich freuen und ich sage dann alles, alles Gute für das neue Jahr. Bleibt mir gesund und alles Liebe, eure Gerdi.